Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ich darf heute Tobi das erste Mal wirklich hier auf diesem Kanal begrüßen. Beim letzten Mal warst du nur so ein bisschen im Training dabei. Ja. Jetzt herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dankeschön. Dank für die Einladung mal wieder bei dir im Gym. Hattest du eigentlich einen Namen? Nee, ich habe wirklich keinen Namen. Das ist ja irgendwie kein Name. Das ist einfach das Gym. Einfach das Gym. So, wir werden heute darüber sprechen. Ich hatte letztens mit Max das Gespräch. Ich habe so die Leute im Bunker angeschaut, die so noch mit 60 bis 80 Kilo Bankdrücken gemacht haben. Mhm. Ich habe mich so reinversetzt, wie das bei mir damals war. Oh Mann, das war so anstrengend, von so 60 auf 80 auf 100 Kilo sich hochzusteigern. Und habe dann so gesagt, ich glaube, jetzt würde ich den Sport nicht nochmal anfangen. So, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen müsste, so mit meinem aktuellen Wissen wahrscheinlich schon, aber so von, wenn ich daran denke, boah, ich wäre wieder so ein Anfänger, ganz schmal, ganz schwierig. Und Max meinte dann so, ja, doch, würdest du, weil wenn du jetzt das Wissen hättest, würdest du viel schneller aufbauen. Ja. Und darum soll es heute auch in dem Video gehen, was würdest du, oder was würden wir anders machen, wenn wir jetzt nochmal zurück zu unserer Trainingsanfängerzeit zurückspüren könnten und was du da einfach, sag ich mal, verändern würdest, wahrscheinlich ja, trainingstechnisch viel, ja. Essenstechnisch, PD-technisch wahrscheinlich auch ganz ziemlich klar, viel, ganz klar. Aber hauptsächlich würde ich mich tatsächlich aufs Training und auf die Ernährung beschränken, auch auf die Supplements und auch vielleicht aufs Mindset, gerade was Stressmanagement und so angeht. Ja. Genau, da würde ich bei dir erstmal das Wort übernehmen. Ja, also, wirklich die große Frage, wo fangen wir an? Also es geht echt, ich glaube, mit dem Training fangen wir einfach mal an, weil das ist so das Basic. Es ist wirklich, den Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast, dass man sagt, okay, würde ich nochmal anfangen, wenn ich so überlege, wie lange ich schon trainiere und der Weg, bis ich gesagt habe, hey, okay, das sieht jetzt echt sportlich aus. Reden wir noch gar nicht vom Bodybuilding oder so, aber sportlich, das war echt ein langer Weg, bis was passiert ist. Also so ein zäher Weg, würde ich jetzt sagen. Ja. Damals war es einfach Spaß. Ja, deswegen glaube ich, man durch diese Unwissenheit früher, man hat einfach den Sport gemacht, um ihn zu machen. Und das ist eine gute Sache, deswegen denke ich auch, würde ich auch wieder anfangen. Einfach, weil ich den Sport ja liebe und auch damals einfach was Neues machen wollte. Mhm. Ich muss aber sagen, ich würde wirklich einiges anders machen zu Trainingsbeginn, was, denke ich mal, hier so ein generell so ein Problem in Anführungsstrichen in Deutschland ist. Und im Vergleich zu den Amerikanern zum Beispiel, ist wirklich von Anfang an zu sagen, okay, habe ich da richtig Bock drauf? Ich brauche jemanden an meiner Seite. Ja. Das ist halt so, das wäre der erste Step für mich, weil klar, man trainiert aus Spaß und man weiß am Anfang noch gar nicht, ob man ambitioniert ist oder nicht. Das kommt ja erst mit den Jahren, dass du denkst, oh, ich habe so Bock. Und dann guckst du dir Videos an, Trainings, und denkst, ja, ich will auch mal so aussehen. Und dann kommt man ja irgendwann dahin, dass man sagt, okay, ich will einen Coach haben. So, das wäre so das Erste. Oder auf jeden Fall jemand an meiner Seite. Ja. Man sieht das bei vielen Athleten. Tim ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der war damals hat ja trainiert und ist dann ins Klocks gekommen. Da war Martina Olesch, Herget, Petrenz. Die waren alle da und er war gleich so in dieser richtigen Community, konnte hundertprozentig extrem viel mitnehmen und lernen. Das habe ich jetzt nicht so erfahren hier oben in Norddeutschland, das hat lange gedauert. Ich meine, ich bin 2006 das erste Mal gestartet auf der Berliner Meisterschaft und so, war dann... 2006 standest du das erste Mal auf der... Ja. Boah, krass. Mit krantigen 91 Kilo. Da war ich 8 Jahre jung. Mit 91 Kilo habe ich die Berliner Meisterschaft damals gewonnen, in der Juniorenklasse. Und eine Woche später bin ich erst das erste Mal im Olympic gewesen, weil mein damaliger Studioleiter aus dem Arzt 49 damals gesagt hat, ey, pass auf, ich kann dir hier eigentlich nicht so richtig helfen. Du musst in ein Studio, wo Wettkämpfer sind. Ich sage, ja, wo ist denn das? Na? So, weil ich da überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ich wollte einfach nur Bodybuilding machen. Und dann habe ich den richtigen Kontakt so zu anderen Athleten aufgebaut, zu Klaus Maibaum, dass man so diesen Kontakt zu Coaches hat. Und das hat einen dann weitergebracht, weil du natürlich dann auch anders nach oben guckst. Wenn dann jemand im Studio ist, wo du sagst, okay, Alter, da ist nochmal irgendwie 10 Kilo schwerer, da geht ja richtig was. Das öffnet so den Kopf, finde ich, dass du sagst, okay, der bewegt die 60er, naja, ist halt der gleiche Körper, da muss dein Körper das irgendwie auch irgendwann können. Also diesen früheren Kontakt zum Leistungssport würde ich suchen, in Form von Coaches, anderen Trainierenden. Ich finde, es ist auch in jeder anderen Sportart ist es genauso. Du gehst zum Fußball, da hast du auch einen Trainer. Ja. Tischtennis, überall hast du einen Trainer. Und nur im Fitnessstudio, okay, du hast deine
Trainer, aber Mitarbeiter. Ja, leider Mitarbeiter sind das eher. Leider eher Mitarbeiter. Und vor allem, selbst wenn das gut ausgebildete Trainer sind, die wissen, was sie haben, fehlt denen die Connection zum Sport. Ja. Wenn du jetzt einen guten Fußballtrainer hast oder so in der Jugendmeisterschaft und der sieht bei dir, ey, der ist echt gut, dann hat der bestimmt irgendwo im Freundeskreis jemanden, der deine Liga darüber spielt, dich weiterreicht, mal zeigt oder so. Ja. Also da ist immer dieser Kreis. Also das wär so das Erste, was ich machen würde, zu versuchen, schnell in einen Kreis zu bekommen, wo Leistungssport und Bodybuilding betrieben wird, um halt viel zu lernen. Ja. Vor allen Dingen trainingstechnisch, weil ich muss sagen, ich habe einfach nur trainiert. So, ich habe einfach gedacht, okay, die Übungen sind cool, die mache ich jetzt. Mhm. Oder habe mir einen Plan aus dem Internet runtergeladen, habe gedacht, oh, das ist halt cool, ohne Sinn und Verstand, dann beugst du mal, dann presst du mal, dann streckst du mal, das wird dann halt ein Beintraining sein. Ja. Und habe am Anfang nicht so viel hinterfragt, weil ich einfach gedacht habe, ich mache mich halt kaputt im Training und dann ist gut. Dass ich jetzt sage, okay, vielleicht habe ich mich konditionell eher kaputt gemacht oder übers Volumen, da habe ich damals nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. So, und das ist halt, wir haben eben hinter der Kamera, als wir eben draußen ein bisschen gesabbelt haben, darüber gesprochen, dass die Leute in England alle anders aussehen, als jetzt so, dass, ich sag mal, diese Kernathleten, die da trainieren im Gym, ich war ja auch bei Kuba im Gym und habe trainiert, da sind halt viele gute Leute, auch nicht Wettkämpfer, und das ist hier nicht so. Und die verfolgen alle dieses Progressive Overload. Mhm. Und die kennen das so, klar, bei denen ist Dorian Yates eine Ikone, das ist ein Staatsheld da und alle wollen so sein wie er. Und die machen das einfach. So, und wir eiern immer so ein bisschen rum, ja. Dann machst du ein bisschen Vierersplit, dann machst du ein bisschen Sechsersplit, Fünfersplit, also wo du Bock hast halt. Vor allem bei uns sind es auch, die Vorbilder inzwischen sind ja eher in Richtung Fitness, finde ich. Wenn man guckt, TikTok-Generation ja, ja. gerade, ne? Oder die Instagram-Reel-Generation, die wollen alle was beibringen, aber die sehen einfach nicht so aus wie zum Beispiel Dorian Yates. Also nein. Das Ziel ist auch ein ganz anderes, wie jetzt zum Beispiel bei den Leuten in UK. Wir haben natürlich auch hier viele Leute, die zum Beispiel so sein wollen wie Markus Rühl. Klar. Aber Markus war halt ein absolutes Ausnahmetalent. Ja. Und so wie er trainiert hat oder so wie er gegessen hat und etc., das funktioniert nicht für viele. Nicht für viele, nein, nein, nein. Das ist auch das ist diese eine Genetik von Tausenden oder von Millionen, muss man einfach sagen. Die Ära, viele sagen immer, die Ära war besser. Ich glaube es nicht. Es war einfach nur eine andere Generation, die ja. vielleicht sportlich ein bisschen anders orientiert war und auch andere Ziele hatte. Wenn du heutzutage jetzt ins Social Media guckst, wie du gerade sagst, da ist das Ziel eher CBAM, was ja leider immer noch, wo leider immer gedacht wird, naja, das ist CBAM, der wiegt jetzt irgendwie, weiß ich, bummelige 100 Kilo oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was er genau wiegt, aber ja, da muss halt keine 140 wiegen, das ist erreichbar. Dass das nicht erreichbar ist, das realisieren die wenigsten. Ja. Die denken, Classic Physik oder Men's Physik, das ist erreichbar. Die Men's Physik-Jungs auf der Olympia, die haben halt kein Gewichtslimit. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da einige schwerer sind und Probleme hätten, in der Classic zu starten, vom Gewichtslimit her. Gut, wurde jetzt geändert, aber auch in Urs. Ich habe letzten Urs live gesehen im Bunker und dann stand Wojwat daneben. Ja. Wojwat ist Open Pro geworden und Urs steht so daneben und ich denke mir so, ich gucke mich so an, ich so, ja, Urs ist irgendwie Classic und sieht aus wie ein richtiger Ochse. Da bin ich schmal dagegen. Das ist, der ist so kompakt. Ne? Ja, voll. Das ist so richtig schön bepackt und kompakt. Aber das ist so, wenn du natürlich nur das, was du siehst, Dorian, Nasser, Kevin Leroney damals, die Jungs siehst und du strebst nur danach, weil es nichts anderes gibt, dann gibt es natürlich auch mehr Nachwuchs in die Richtung. Das ist, denke ich, auch ein Grund, warum der Nachwuchs fehlt, weil viele einfach sagen, der Weg ist zu lang. Matthias Botthoff hat es irgendwann mal gesagt, du musst dir halt 10 Jahre Zeit nehmen, um im Super Heavyweight gut dazustehen. Ja. So würde ich auch sagen, so wenn du eine gute bis mittelmäßige Genetik hast, brauchst du 10 Jahre. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die nach 3 Jahren da stehen, aber du bist ja bestes Beispiel, du bist jung und spielst da schon mal. Ich mache auch den Sport bei 10 Jahren. Ja, so, aber du brauchst halt die Zeit zum Wachsen und die meisten sagen, das ist halt TikTok-Generation, alles schnell. Ja. 10 Jahre Bodybuilding betreiben, um dann irgendwann mal gut auf der Bühne zu sein, das ist ein ganz schön weiter Weg. Aber ein Weg, der Spaß machen kann. Ja, aber wenn du das einmal hörst, 10 Jahre, zum Beispiel als ich damals angefangen habe, dachte ich mir auch so, so mit 18 sehe ich so aus wie ein Tim Gabel. Das war damals mein Idol. Und da war ich 15, 16 und dachte mir so, boah, 2 Jahre, das schon dauert. Wenn ich jetzt überlege, ich mache den Sport fast 10 Jahre, hätte ich damals gedacht, okay, oder hätte mir jemand gesagt, du brauchst 10 Jahre, um so auszusehen. Boah, das wäre schon so eine Klatsche ins Gesicht. Ja, ja, das, weil man denkt, man erreicht es viel schneller. Das mache ich mal eben, denkt man. Ja. So, wie gesagt, das wäre mein erster Schritt, den Weg über einen Coach, um halt wirklich Zeit zu sparen im Training vor allen Dingen. Ne? Voll. Dass mir jemand sagt, pass auf, das, was wir gerade machen, wir probieren jetzt was aus. So mache ich es zum Beispiel mit meinen Klienten. Ich probiere Sachen aus mit denen und gucke, wie deren Körper reagiert. Einfach, weil ich so ein Grundprinzip von Training habe. Und wenn ich sehe, das passt für die nicht,
So, ein Training muss kein Zweisatztraining sein. Nee, es kann auch ein Dreisatztraining sein. Oder es kann in den Hauptübungen zwei Sätze sein, in den Nebensätzen vier Übungen. Ja. Man muss gucken, was für einen Athleten funktioniert. Und dafür brauchst du einen Coach. Und brauchst halt dieses objektive Auge. Ja. So, das wäre der erste Schritt, zu sagen, hey, ich brauche einen Coach, der mir sagt, was ich trainieren soll, wie ich trainieren soll. Der sagt, okay, wir machen jetzt gerade was, wir haben gerade 3 Monate was ausprobiert, du siehst nicht anders aus, wir müssen was Neues probieren. Mhm. Das ist selber einfach schwer. Und ganz klar natürlich die Ernährungssteuerung. Ne? Aber was wir damals gemacht haben, als ich, wie gesagt, 2006 war ich das erste Mal auf dem Wettkampf, was wir alles ausprobiert haben, ich habe mit Roman mal geschrieben, wir haben uns eigentlich totgelacht, weil man hat irgendwie so von irgendwem was gehört. Mhm. So, bestes Beispiel, Entwässerung. War halt vom Wettkampf und hat irgendjemand mal gesagt, pass auf, wenn du Samstag Wettkampf hast, Mittwoch 24 Uhr Trinkstopp. Da habe ich gesagt, okay, dann werde ich knüppelhart jetzt. Habe ich Mittwoch aufgehört zu trinken abends. Ja. Donnerstag-Training war noch okay. Freitag war schon... Da bin ich Freitag aufgestanden und habe gedacht, boah, irgendwie will ich schon das Wasser beim Zähneputzen trinken. Ja. Und irgendwann hatte ich das Gefühl beim Duschen, dass meine Haut schon das Wasser aufzieht. Weil ich dachte, ey, das ist jetzt echt, oh, das Duschen ist echt angenehm, aber ich darf das nicht trinken. Wo du einfach nur noch nass sein willst, ja. Ein ganz komisches Gefühl. Ja. Dass du das Gefühl hast, du schwitzt, aber es kommt nichts raus, als wenn sich die Poren öffnen. So beschissen sah ich noch nie auf dem Wettkampf aus, weil kein Wasser, ne? Ja. Kommt kein Kohlenhydrat an. Aber das hat man damals so gesagt, also hat man es ausprobiert. So, es ist immer alles wieder rückläufig auf den Coach, um mal schneller ans Ziel zu kommen. Da natürlich ganz klar, wie du jetzt sagst, Ernährung. Einfach um da einen schnellen Weg zu finden, Training, um da einen schnellen Weg zu finden. Ja, PEDs, muss ich sagen, war ich immer sehr entspannt unterwegs früher. Mhm. Also jetzt auch, aber anders entspannt. Ich habe ganz klassisch mit Testosteron angefangen, alle 7 Tage. Ja. Ganz entspannt, erste Kur raufgepackt, abgesetzt, so wie man es früher gemacht hat. Pause gemacht, also wirklich lange Pause gemacht. Zweite Kur geplant, ein bisschen mehr genommen, dann irgendwann was dazugenommen. Zum Beispiel ganz lustig, ich bin 2006 das erste Mal gestartet und ich habe 2016 das erste Mal Vinstrol genommen. Ach krass, okay. So, hab ich gedacht, da brauche ich nicht, ich komme auch so in Form. Ja. Ist noch mal was anderes wieder. Also man probiert dann über die Jahre noch was auf, aber heutzutage ist ja erste Vorbereitung Vinstrol. Ja. Um so das mal zu sagen, habe ich immer sehr, sehr viel gelesen, einfach wegen der Gesundheit, weil es mich interessiert hat, dieses medizinische Wissen. Mhm. Aber da kannst du natürlich vom Coach auch noch enorm profitieren. Vor allem ist da auch wieder das Auge, ja. Dass ein Coach dir sagt, pass auf, wir probieren was aus, wir gucken, wie dein Körper respondet. Ist es das wert, ist es das nicht wert, was machen die Blutwerte? Früher hat kein Mensch auf die Blutwerte geguckt. Ne? Hast es einfach gemacht so, ja. Und bist danach mal irgendwann so 6 Monate nach der Vorbereitung bis zum Blut. Oh, Blut ist gut, können wir jetzt Gas geben. Können wir wieder, ja. Klar ist das Blut dann gut, ne? Das weiß dann jeder. Ne? Die Frage ist, wie es 2 Tage nach dem Wettkampf ist. Aber da habe ich Gott sei Dank irgendwie, weil ich Interesse hatte daran, schon einen relativ guten Weg, geht immer besser. Mhm. Ich denke mal, auch das, was wir heute wissen, wo wir heute von überzeugt sind, wird in 5 Jahren nochmal überholter sein, dass man sagt, hey, es gibt noch einen neuen Weg, noch vielleicht gesünder, deswegen ist es ja so wichtig, mit der Zeit zu gehen und dran zu bleiben und zu lernen. Und wie gesagt, da ist natürlich auch für junge Athleten immer so, sich jemanden zu suchen, der vielleicht da mehr Ahnung hat und man muss sich halt eingestehen, ich habe vielleicht nicht die Zeit, mich einzulesen. Ich brauche jemanden, der mir das erklärt, oder ich brauche jemanden, der mir einen Plan schreibt. Das sind so die größten Änderungen bei mir. So in der Vergangenheit, im heutigen, weil ich muss sagen, so jetzt die letzten 4 Jahre, 3 bis 4 Jahren, habe ich so die größte Progression gemacht. Mhm. Und was hat sich da maßgeblich verändert? Kopf. Das ist so. Das andere war, ich sage es erstmal so, das ist dieses ganze Mechanische, ja. Das, was man alles machen kann. Und dann irgendwann der Kopf. Das ist natürlich immer ganz klar, man will was erreichen, man will mehr erreichen, ist hungrig und macht mehr. Das ist so dieses typisch Menschliche. Ne? Ja. Ich will mehr, ich muss mehr machen. Und ich habe jetzt in der Zusammenarbeit mit Stefan, der hat einfach, als ich von Matt gekommen bin, habe ich dir auch schon erzählt, einfach mal den Stecker gezogen. Hat gesagt, wir machen von allem die Hälfte. Mhm. Hälfte Essen, Hälfte PEDs, Hälfte Training. Alles mal die Hälfte, lass mal deinem Körper ein bisschen Zeit. Und ich verrenne mich jetzt immer noch manchmal dran, dass ich im Training denke, ach komm, setz noch einen Satz hinterher, ja. Oder mach, und dann merke ich nächste Woche, zweimal heben die Woche ist doch ein bisschen zu viel gerade. Reduziere mal wieder. Also man muss immer so ein bisschen diesen Stress rausnehmen und diesen mentalen Druck versuchen rauszunehmen. Ist schwierig, auch immer noch für mich schwierig, weil wenn du ein Ziel hast und merkst, irgendwas läuft nicht so, wie du dir das vorstellst, dann ist es einfach schwer für einen Sportler. Ne? Wenn du sagst, okay, irgendwie, ich hab's nicht genau im Kopf, du hast eine Vorbereitung mal abbrechen müssen, ne? 2 sogar. 2. Eine wegen Covid damals, ja. Und die andere, weil nichts mehr ging. Ja.
Aber das war auch für mich ganz schlimm, also die zweite, weil da habe ich wirklich dann Gas gegeben und ich wollte, dass was runtergeht, Ich habe aber gemerkt, dass mein Kopf, mein Körper eigentlich, es ging nicht mehr. Ja. Da war so viel Stress, da waren so viele Faktoren, die mit eingespielt haben, dass ich mir dann irgendwann eingestehen musste, okay, jetzt ist vorbei. Genau. Ja, weil das hatte ich dir auch erzählt, jetzt haue ich das hier gleich mal so raus. Meine Vorbereitung jetzt, ich bin jetzt in der sechsten Diätwoche und sie läuft auch anders als die letzten zwei Vorbereitungen. Ja. Die letzten zwei Vorbereitungen liefen für mich spielerisch. Ich bin in die Diät gestartet und du konntest eigentlich zugucken von Woche zu Woche, von Update zu Update. Ich werde voller, ich werde praller, ich werde härter. Wo ich gedacht habe, perfekt, ich habe keinen Hunger, ich bin aktiv, ich werde, Training läuft super. Genau so. Diese Vorbereitung ist so, der Körper straukelt ein bisschen. Ich merke, die Leistung ist okay. Mhm. Aber die Form passt nicht so, wie ich sie haben will, wo ich dann so denke, das ist schon zäh. Und da muss ich jetzt auch mental halt viel gegenarbeiten, zu sagen, ey, keep cool, mach jetzt mal einen Tag länger Pause, gib dem Körper mal ein bisschen mehr Pause, mal gucken, wie er dann wieder reagiert. Weil du musst, man darf nicht so viel nach hinten gucken manchmal, weil letztes Jahr war letztes Jahr und dieses Jahr ist mein Körper anders. Ich will jetzt nicht sagen, weil er ein halbes Jahr älter ist oder so, aber es ist einfach wieder eine andere Grundlage. Es ist eine andere Basis, wie du in die Diät gegangen bist. Deswegen muss man immer das hier und jetzt angucken. Ist auch so, das finde ich von dem Chris Acito, hat das mal irgendwie gesagt im Podcast, glaube ich, dass er keine Aufzeichnung von irgendwas macht. Er verbrennt alles oder löscht alles direkt, weil jede Vorbereitung ist anders. Der will das vom Athleten, der weiß nicht, was er mit dem Athleten vom Jahr gemacht hat, weil es nicht wichtig ist. So, und das unterschreibe ich auch blind. Ja. Wenn du sagst, der Athlet hat letztes Jahr so und so viele Kalorien gehabt, dann sah er so aus mit dem Stack und so, das ist schön. Das kann diese Saison alles anders sein. Und dann musst du an dem Tag individuell reagieren und nicht genauso wie letztes Jahr. Eben. Weil wenn du sagst, letztes Jahr haben wir das gemacht, das machen wir jetzt wieder, du warst vielleicht gar nicht an dem Punkt. Ne? So letztes Jahr war ich zum Beispiel nicht an dem Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwie schiebt der Körper nicht so. Da musste ich keine Pausen machen. So, ich habe schwer trainiert, bis in die Peak Week rein, bin bis in die Peak Week stärker geworden, habe gedacht, wann fängt denn das an, dass die Diät wehtut? Ja. Und ich habe zum Kumpel auch immer gesagt, er sagt, und wie ist Diät und so? Und ich sage, ja, ich warte eigentlich, dass es zäh wird. Das ist alles so, und jetzt denkst du so, okay, trainieren kann ich, aber irgendwie ist es gerade zäh, dass die Form nicht kommt. Ja. So, also dieses Mentale. Also jede Diät ist anders und das ist so das, was ich die letzten Jahre viel lernen musste, dass man sich auf dieses Hier und Jetzt konzentrieren muss und dann mental wirklich sagen kann, ey, was ist hier gerade los, was macht mein Körper gerade, wie selektiere ich das und wie reagiere ich? So, jetzt reagiere ich mal mit Pause, einfach mal dem Körper sagen, okay, dann kriegst du mal deine Pause, wenn du halt ein bisschen mehr Zeit brauchst oder so, regeneriere dich mal durch, weil mir fehlt gerade so ein bisschen dieser volle Look. Ja. Und ich kenne das von mir so ein bisschen aus der Vergangenheit, dass ich weiß, wenn ich früher viel zu viel trainiert habe oder viel zu viel gemacht habe, also viel Stress auf dem Körper ausgeübt habe, dass ich immer schnell flach werde. Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe teilweise, wenn ich 2-3 Tage mal Pause mache und dann ein Posing mache, sieht das besser aus, weil der Körper halt einfach viel besser regeneriert. Genau, dann ist die Muskulatur, du musst nicht mal laden oder so, aber der Körper sieht wieder erholter aus, frischer aus. Genau. Das Cortisol ist vielleicht ein bisschen runter. Das sind so Kleinigkeiten. Da muss man halt immer mal ausprobieren, gucken, wie der Körper reagiert. Und das halt mental musst du halt wirklich... Ich würde sagen, Bodybuilding ist halt echt zäh mental. Mhm. Weil, ich sage immer, man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Da stehe ich auch zu. Aber das ist auch für mich zum Beispiel, ich vergleiche mich nicht mit anderen, aber ich vergleiche mich mit mir selber. Mhm. Und wenn ich in den Spiegel gucke und sage, war ich vor einer Woche besser? Dann ist das schlimmer, als wenn ich sage, ist Justin besser als ich? Ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja. Bin ich besser als gestern? Wenn ich unsicher bin, ob ich besser bin als gestern, dann ist es schwieriger. Also, das ist eine Belastung für den Körper. Ich bin noch in dem Alter oder ich vergleiche mich tatsächlich noch mit anderen. Ich erwische mich oftmals dabei. Gerade wenn ich so gucke, die jüngere Generation, da kommen solche Ochsen nicht so, ich bin schon 24, die sind 22, sind schon voll dabei. Dann ist auch für mich immer schwierig, aber ich schwör's dir, das, was sich auch bei mir in den letzten 2 Jahren geändert hat, ist mein Kopf. Ja. Ich bin auch ein bisschen lockerer mit allem geworden, sodass ich mir nicht mehr so doll den Stress mache. Darüber hatten wir uns auch unterhalten, dass dieses ganze unnötige Stress machen, selbst wenn ich irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfahre, habe ich mich damals extremst aufgeregt, wenn jemand langsam vor mir gefahren ist. Ja. Es ist so unnötig. Ja, das ist wirklich so. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich ärgere mich ab heute nicht mehr über Sachen, die ich nicht aktiv ändern kann. Ja. Weil ich lasse mir nicht, weil der vor mir fährt, den Nachmittag versauen. Ja. So, das funktioniert eigentlich ganz gut, das mache ich immer noch. Manchmal erwischt man sich natürlich, wo man sich dann doch mal aufregt und sagt, hey, warum mache ich das gerade? Muss ich selber über mich lachen? Ja. Doof ist natürlich, wenn man sich über Sachen aufregt, wo man sagt, Alter, wie behindert bin ich eigentlich im Kopf? Mhm. Was habe ich da gerade gemacht? Dann ist aber auch zurecht. Ja. Aber bei mir war es auch, wenn ich eine Stunde später meine Mahlzeit damals gegessen habe,
Das war Katastrophe für mich. Also das war wirklich Katastrophe. Jetzt denke ich mir zwar auch so, ja, ist jetzt nicht optimal, aber ich nehme es gelassen. Ich denke mir, ja, ich kann noch essen, dementsprechend passt alles. Selbst wenn es irgendwie mal, ich bin 6-7 Stunden mit dem Auto unterwegs und die letzte Mahlzeit wäre um 2 Uhr, dann denke ich mir so, ey, nee, ich gönne mir jetzt lieber noch 2 Stunden mehr Schlaf. Ja. Und dann ist morgen neuer Tag, alles gut. Genau. Davon werde ich jetzt nicht schmaler, davon werde ich auch nicht weniger Muskeln aufbauen. Ja, und so habe ich das tatsächlich auch in meinem Einzelnen gelegt. Also das ist auch so eine Sache, die ich über die Jahre gemerkt habe, weil ich ja sehr, sehr akribisch, also jeder, der mich die letzten Jahre verfolgt hat, weiß das eigentlich. Viele haben darüber geschmunzelt, dass ich in der Ernährung sehr akribisch bin, einfach weil ich gemerkt habe, dass kleine Änderungen viel bewirken können. Ich meine, das ist das beste Beispiel. Stefan schickt mir ein Update und dann sind dann 40 Gramm weniger Reis am Tag. Und dann sagt er, ja, wir gehen noch mal einen Schritt weiter und gucken, was passiert, oder 60 Gramm weniger Reis, das ist so klein. Ja. So, aber wenn du jeden Tag dich um 10 Gramm verwiegst, dann wäre der Sprung, dann würde er nur 40 Gramm abziehen oder so. Und dann denke ich schon so, okay, wenn er so einen kleinen Schritt macht oder Matt beim Laden, ne, dann schickst du Bilder nach der ersten Mahlzeit und dann sagt er, okay, wir ergänzen 10 Gramm Carbs zur nächsten. So. Ja, klar. Und wenn Leute ungenau arbeiten, dann haben sie vielleicht die ganze Zeit schon 5 mehr gegessen und dann ist dieses Feinadjustment ist gar nichts mehr wert. Nee. Deswegen habe ich immer so genau gearbeitet, weil ich gemerkt habe, wie fein manche Coaches arbeiten. Aber das mache ich auch. Also wenn ich was abwiege, bei mir ist immer aufs Gramm genau. Genau. Die Frage ist halt, wenn du eine Waage benutzt, warum sollst du nicht genau arbeiten? Ja, ne? Außer beim Whey, wenn ich jetzt... Klar, das ist es halt so. Aber wie du sagst, ich habe mich damals auch einen Wecker gestellt, habe ein Telefon geklingelt, ich muss essen. Ja. So, wenn es 10 Minuten später ist oder so... Who cares? Das macht, der Magen ist bei uns sowieso immer voll bei den Kalorienmengen. Es ist ja so, ganz klar, Protein wird ja in Anführungsstrichen nicht gespeichert wie Glucose jetzt, dass wir da immer irgendwie oder Fett, dass wir irgendwas zur Verfügung haben. Aber dadurch, dass wir ja so viel essen und auch so viel Protein essen, und da sage ich auch bei Leuten, die jetzt so 200 Gramm Protein haben, die 70, 80 Kilo wiegen, da ist immer irgendwo ein bisschen Protein im Blutstrom, das gerade aus dem Darm resorbiert wird, weil das ist ja nicht so, du isst dein Hähnchen nicht und das ist ja nicht sofort verdaut und 100% davon sind im Darm. Das wird dann mal über 2-3 Stunden so ein bisschen zersetzt und dann kommt immer mal wieder so ein kleiner Schub rein. Deswegen muss ich immer so ein bisschen lachen über diese 3 Gramm Leucin, die man pro Mahlzeit haben muss. Ja, wie sollen denn die abgegeben werden in einer Sekunde? Also, das ist ja jetzt nicht keine intramuskuläre Injektion, bumm, und jetzt ist es da. Oder pass auf, jetzt kommen die Leute, trink doch BCAAs oder EAAs, damit du direkt diesen Leucin-Spike hast. Ja. Also es gibt ja sogar Studien dazu, dass für Trainingsanfänger es absolut egal ist, wann du isst. Hauptsache, du schaffst deine Tageskalorien. Ja. Und im ganz, ganz weiten, fortgeschrittenen Stadium kann man dann über diese über das Nährstofftiming Sachen noch ein bisschen optimieren. Aber da geht es dann halt auch wieder mehr um die Leistungsfähigkeit und Kohlenhydraten. Ja. Aber das ist halt alles so science-based teilweise, dass man denkt, macht das jetzt Sinn, wenn ich das mache, mich damit aber so stresse, das ist der Punkt. 30% mehr Cortisol ausschütte, total genervt durch den Tag gehe und eigentlich damit mehr kaputt mache als alles andere. Das ist halt immer so, da musst du halt auch die Waage finden. Wenn ich das nicht stresst, okay. Wenn ich das aber stresst, dann denkst du, okay, dann mache ich mir den Stress vielleicht nicht, bin entspannter, esse vielleicht 10 Minuten später, aber der Tag ist entspannt, ich bin glücklicher und der Körper reagiert immer auf solche Sachen, was positive Energie angeht. Voll. Also da gehe ich komplett mit. Stressmanagement ist auch meiner Meinung nach mit. Ich finde, das ist so, wenn du Training optimiert hast, Ernährung optimiert hast, dein Schlaf passt, dann ist nur noch dieses Stressmanagement und das verändert wirklich, wirklich viel. Ja, also sau viel. Das sind so diese Routinen, sage ich mal immer. Ja, die nehmen einem so viel Stress ab. Also ich merke es jetzt selber, ich bin letzte Woche Freitag mitten in der Nacht in Berlin angekommen und habe es nicht geschafft, bis heute in meine Routine wieder reinzukommen, dass ich um 7 Uhr aufstehe. So, heute fahre ich nach Hause wieder, zurück, zack, passt alles. Ich werde früh schlafen gehen, werde morgen um 7, 8 aufstehen und dann bin ich wieder in meiner Routine und dann geht es mir gut. Ja. Dann fühle ich mich wohl, dann bin ich auch nicht gestresst, weil ich weiß, aha, zack, 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 so läuft mein Alltag wie immer. Aber wenn ich halt immer wenn man unterwegs ist und so weiter, boah, da ist es extrem schwierig für mich in der Routine. Ja, also ich bewundere, muss ich wirklich sagen, Urs, der das gerade macht, dass er so routiniert du merkst ja, man sieht ja auch, Alice nimmt ihm viel ab. Die hält ihn, glaube ich, sehr in der Routine, aber er kriegt die Routine durch seine Lockerheit sehr gut einfach integriert. Chris Bumstead, ich glaube, der wird in der Offseason sehr, sehr entspannt unterwegs sein, was das alles angeht. Der wird sein Training machen, weil er Bock drauf hat, aber der ist andauernd im Urlaub, sind mit dem ganzen Team da immer unterwegs.
Der wird trotzdem sein Essen reinkriegen, der wird öfter... Der wird aber nicht die ganze Zeit mit 6 Dosen Meal Prep rumrennen. Nein, das wird ihn stressen, der geht ja abends ein Steak essen und sagt, das ist halt Steak. Genau. So, ja. Das hat halt meine 30 oder 40 Gramm Protein, das ist schon okay. Ja. So, ob das nun 5 Gramm mehr Carbs in den Kartoffeln sind oder nicht, das interessiert keinen Menschen. Das ist einfach dieser Stressfaktor. Das hatte ich ja dir auch gesagt, das glaube ich ist bei den Amis generell so, ja, dass die da viel entspannter sind und wir viel zu verkniffen sind. Sicherlich, manchmal muss man das auch sein, deswegen braucht man seine Routine, um durch den Tag zu kommen, vor allen Dingen halt für, ich sag mal, Normalberufstätige, die den Zeitablauf nicht wie wir selber bestimmen können. Mhm. Wobei das musste ich auch lernen als Selbstständiger, dass ich sage, ey, warte mal, ich mache jetzt noch ein Update. Ja. Und dann nehme ich mir mal eine halbe Stunde und esse mal kurz was. Boah, weil sonst, ich arbeite und denke, ah, noch eins, komm, mach das doch mal eben. Und denke, ich muss eigentlich essen oder was trinken. Oder das muss ich auch noch lernen. Das muss man halt lernen. Das muss ich auch noch lernen, weil ich fange morgens immer an. Ich will eigentlich immer, ich stehe auf, eine Saps einnehmen. Ne, und dann denke ich mir immer so, nach einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde will ich mein Cardio machen. Mhm. Dann sitze ich aber schon vorm Rechner. Ja. Und dann sind ganz schnell mal 90 Minuten vergangen. Dann denke ich mir so, oh Mann. Ja, und jetzt noch Cardio. Und dann ist wieder alles zu spät. Genau. Ja. So, das muss man halt auch lernen. Deswegen finde ich halt Routinen so entspannt. Mhm. Erstmal, du vergisst nichts. Ja. Bei mir geht's los, wenn ich morgens meine Subs nehme. Also ich stehe auf, nehme meine Subs, mache mein Shake fertig, gehe an den Laptop, mache das an, trinke. Und dann weiß ich, okay, ich habe jetzt erstmal alles drin. Dann kann ich gleich mein Cardio machen. So, dann läuft das alles so, wenn ich unterwegs bin. Und dann geht's schon los, wenn ich meine Subs, dann setze ich mich vielleicht doch nicht an die Arbeit, ja, dann mache ich was anderes. Ja. Und du kommst zu, brauchst für alles irgendwie eine Stunde länger gefühlt. Ja, voll. Deswegen sind Routinen angenehm. Ne? So, ich war immer relativ routiniert, weil ich einfach gedacht habe, ich mache mir da einen Plan, gucke, wie ich durch den Tag komme. Ich habe früher auch 3 Schichten gearbeitet. Mhm. Und da musste ich halt einfach planen, zu sagen, okay, in der Schicht musst du dann trainieren, in der Schicht musst du dann trainieren, wie mache ich das mit dem Essen, wie teile ich das auf. Aber es geht halt auch alles, ne? Absolut. Ich fand das sogar, also während meiner Ausbildungszeit fand ich sogar leichter, weil du da gezwungen bist in den 5 Tagen unter der Woche. Da musst du routiniert arbeiten. Du hast deine vorgegebenen Pausezeiten, da isst du immer. Also das ist, mir hat es tatsächlich wirklich geholfen. Ich kam vom Gymnasium, da habe ich immer so ein, sag ich mal, einen Fick drauf gegeben. Mhm. Ich dachte mir so, ja, ich schlafe jetzt mal 2-3 Stunden länger, dann kann ich auch besser trainieren. Also mein Fokus war immer Training. Und dann hat mir die Ausbildung wirklich das gezeigt, routiniert zu leben. Mhm. Du stehst jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, machst dein Cardio, kochst vor und dann geht's abarbeiten. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mir echt den Arsch gerettet. Weil hätte ich damals angefangen mit einem Studium direkt nach dem Gymnasium, boah, ich weiß nicht, ob ich da mein Leben so hinbekomme. Ja, so geregelt, ne? Ja. Es ist ja auch, einige Athleten von mir studieren natürlich. Und dann ist es auch so, ah, ich habe heute immer wieder länger geschlafen und so, ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich sage, pass auf, ich weiß, es ist jetzt schmerzhaft, aber versuch jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufzustehen. Ich mache es wirklich so, aktuell stehe ich um 6.15 Uhr auf. Mhm. Ich stehe auch sonntags um 6.15 Uhr auf. Mhm. So, und ich habe auch 2 Update-Tage, freie Tage in der Woche, wo ich keine Updates habe, wo ich eher so Pläne vorbereite oder Calls habe. Und dann müsste ich nicht um 6.15 Uhr aufstehen. Ja. Da stehe ich trotzdem um 6.15 Uhr auf, dann schnappe ich mir einen Hund und laufe erstmal eine halbe Stunde. Mhm. Einfach um zu sagen, ich bleibe in meiner Routine. Und das ist mal ganz angenehm, weil hast du morgens mal einen anderen Ablauf, aber du bist trotzdem in deinem Zeitmanagement. Ja. Wann gehst du schlafen? Wenn du? Meistens um 10. Okay. Also du guckst schon, dass du deine 7,5 Stunden so effektiv schläfst. Ja, so ungefähr so, dass ich so 8 Stunden Bettzeit plane. Und dann habe ich immer so zwischen 7 und 7,5 Stunden Schlaf. Mhm. Das ist so für mich okay, weil ich meistens... Also aktuell mache ich so, ich habe 3 Mahlzeiten vom Training, Frühstück, einmal Rice Chicken und dann meine Pre-Workout und dass ich dann nach der Rice Chicken eine halbe, dreiviertel Stunde schlafe, sodass ich nochmal ein bisschen Dings, extra Zeit bekomme. Das Lustige ist, dass ich diese halbe Stunde effektiv viel besser schlafe eigentlich als in der Nacht, weil ich lege mich hin und falle in Tiefschlaf und wach auf, bin fit, dann gucke ich auf meine Ura-App und es ist einfach nur, 40 Minuten Ruhe, 38 Minuten Schlaf. Geil. Das, wo du denkst, okay, das verläuft nachmittags. Ja, ja. Aber es ist bei mir auch so. Ich schlafe, wenn ich mal so einen Mittagsschlaf einbaue, ich schlafe auch direkt innerhalb einer Minute ein. Ja. Und dann bin ich wach, mir geht's super. Ja, genau, das ist so. 20, 30 Minuten kann ich easy pennen und dann kann ich auch nochmal aufstehen. Ja, das ist eine gute 20, 30 Minuten. Meistens mache ich so, dass ich nach der Rice Chicken noch ein bisschen arbeite und dann quasi aufstehe, dass ich danach dann die Pre-Workout esse. Mhm. Dann esse ich die Pre-Workout, dabei setze ich mich schon wieder an den Laptop, trinke noch einen Kaffee dazu, arbeite noch eine halbe Stunde und dann ab ins Gym. Das ist perfekt für mich. Ja, so mache ich es aber auch tatsächlich. Okay, gut. Ich denke, wir haben gut was geredet. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Checkt Tobi ab. Wie kann man dich unterstützen? Mit dem Code HANE bei ESN. Genau. Mich bei Big Zone mit Jam 10. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen.